So, meine Freunde, und willkommen zu einer weiteren Part Let's Play Pokémon Ranger. Ja, wir sind hier auf irgendeinem Berg. Und Aria ist dabei und hier... Wow! Wow, Steine vom Himmel! Was ist das denn? Okay, ein Geowatt. Das wollen wir natürlich catchen, das fehlt uns noch. Und es macht Walzer Felswurf hier. Walzer Felswurf, was ist das für eine Fähigkeit? Was? 15 umkreisen? Ich glaube, das könnt ihr mir mal am Hintern lecken. Ich nehme hier einfach mal jetzt Windpower. Windpower, so! Fuck, das war total falsch. Das wisst ihr hoffentlich. Und, so, jetzt, fuck. Fuck, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Ich bin too bad. Und scheiße. Ich bin zu schlecht gerade. Ich hab, boah. Warum setzt er ab? Ich hab doch gar nicht abgesetzt. Willst du mich verarschen? Ohne Witze, Leute, das geht gar nicht klar. Hä? Meine Maus ist, glaube ich, kaputt. Was ist das? Ist meine Maus im Arsch? Ich hoffe jetzt einfach... Irgendwas ist mit meiner Maus, Leute. Und das schockt mich gerade gar nicht, gerade bei so einem Spiel hier. Oh Gott, ich muss bei Geowatz eben weg, Leute. Das ist mir zu crazy. Crank Shit ist das, ey. Was ist denn da los, ey? Was so? Stein auf den Kopf oder was, ey? Was ist das denn, ey? Oder ich habe heute keinen Skill gefrühstückt. Oh, ein Raichu. Ich will Raichu haben. Gib mir Raichu. Maufau. So, ein wildes Raichu. So, das macht Dönerblitz. Aber wir machen... Oh, fuck. Ist... Nee, jetzt funktioniert... Nee. Wow, 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 wow. Ganz chill. Chill, chill dein Leben. Oh, schon wieder. Ich habe wirklich nichts gemacht. Ich habe nicht abgesetzt. Ich rall's einfach nicht. Was ist mit meiner Maus los? Och, Mann, oh, ich wollte gerade aufnehmen, das ist so ein Scheiß. Ich lasse aber alles drin, weil ich so ein cranker Shitman bin und so. Deswegen bleibt das alles drin im Part, weil... Weil wegen ist so. Hoffentlich kennt ihr das. Weil wegen ist so und so. Ist hier noch was? Nö, hier ist nur Aria runtergesprungen. Und Geowatz liegen da. Wow, ausgewichen. Ja, klar, wie soll ich da vorbeikommen, bitteschön. Dann muss ich kurz battlen, den kurz flüchten lassen, dann wieder weggehen. Es gibt keine andere Möglichkeit. So, und hoch. Was haben wir hier denn? Oh, da ist nochmal der ein Ranger. Wir brauchen bestimmt die Rankenhieb-Fähigkeit. Die haben wir erst einmal gebraucht im ganzen Spiel. Das ist ziemlich wenig, ey, wenn man das mal bedenkt. Dass das eine... Junge! Junge, willst du mich verarschen? Aerodactyl? Drushel? Nicht dein Ernst. Und der kann hyperstrahlen, ne? Aber sowas von deine Mutter. Und klar, man kann Aerodactyl natürlich nicht treffen und Drushel ist natürlich sofort gerackt hier. Aber wow! Like a Morpho eingesackt hier ganz schnell. Chillig. Hätte ich mir selber nicht zugetraut. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Aber ist ja auch gut so, ne? So funktioniert das und so sind wir alle froh. Froh. Was machen wir jetzt hier? Bringt das was? Ich weiß es nicht. Vielleicht bringt ja Gras was. I don't know. Gucken wir einfach mal. Vielleicht bringt es ja irgendwas. Oder? Ja, es bringt was. Er ist auf dem Boden. Und wir brauchen nur zweimal umkreisen. Das ist ja wohl Chili Vanille, ey. Eingesackt und weg damit. Und, so, geh beiseite. Nicht schlecht, aber nicht gut genug, um dir in die Nähe unseres Versteckes zu gelangen. Glaubst du wohl. Ich glaube, ich hab's gefunden. Naja, schauen wir einfach mal. Was haben wir hier denn? Hier haben wir gar nichts. Ist das hier denn ein Weg nach unten? Tangela. Ganz viele Tangela. Soll ich mal eins mitnehmen? Ich glaube, ich nehme mal eins mit und gucke ich weiter, was hier los ist. Tangela kann ja nur Ranken geben, ne? Ja. Den komischen Rankenhieb. Und viermal umkreisen, ne? Einmal nur, was zur Hölle? Das geht ja relativ fix hier. Fix, 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 wie nix. Bam. Gut, haben wir das auch gefangen. Schon mal ein Pokémon. Was ist das denn hier für ein Weg? Müssen wir hier unten wahrscheinlich, ne? Für eure Fälle. In einer Minute fällt genug Wasser runter, um die Fangarena 27 Mal zu füllen. Wow. Cool. Ah, ich will da oben nochmal hingehen, weil da oben war noch irgendwas Optionales, denke ich mal. Hier oben kann man noch lang und da oben auch noch. Und das ist ja ein 100% Let's Play, von daher will ich alles ein bisschen erkunden. Was ist hier eigentlich? Das Tor kriegt man bestimmt irgendwie später. Hier bräuchte ich einen Geowatz. Hier bräuchte ich, keine Ahnung, irgendwas anderes. Einen Geowatz würde ich ganz gerne haben, um danach zu gucken. Ja, einfach ganz gerne nachzugucken, was da ist.
Da, Geowatz, komm her. Das kann ich ganz schön mit Sneebel machen, eigentlich. Ihr kennt ja Sneebel, wie gesagt, schon. Sneebel, sehr cheatiges Pokémon. 6 weniger, aber dafür haben wir jetzt die Mega-Fanglinie. Das heißt, wir können jetzt einmal hier so mega rumziehen. Und dann können wir nochmal so machen. Deswegen, das ist ja Chili Vanille, Leute, ey. Hier mit Pokémon einzucatchen, ne? Beste auf Welt, ey. Kann ich nur jedem empfehlen. Und nicht Pokémon Sneebel immer mitnehmen. Deswegen, so kann man auch einen Geowatz mal empfangen, ey. Auch wenn das normalerweise unmöglich ist. Kann ich, wie gesagt, nur jedem empfehlen. So, wir wollen aber gucken, was dahinter ist. Weil, wie gesagt, 100% und so. Und vielleicht ist da wieder ein geiles Pokémon hinter. Habe ich sogar irgendwie so ein Gefühl. Ich habe es in den Genen. Zero hat Gene. Zero hat Gene. So, hau mal kaputt hier. Bam, 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 destroy. Das Tier wurde in 1000 kleine Stücke zertrümmert. Was soll das denn jetzt hier werden? Jetzt brauche ich Wasser hier oder was? Toll, was ist da oben? Da oben ist dann nochmal was zum Zerstören. Leute, was... Oh, das schockt euch überhaupt nicht mehr, ey. Das nervt mich jetzt schon ein bisschen, ne? Alter, ich zerstöre was und dann so ein Shitstorm da. Tangela, toll. Ach, ich kann nicht rüber mit Tangela, ne? Ja. Toll, noch ein Tangela. Super, nehmen wir das auch gleich mit. Ja, mach Rang Nieb. Guck mal hier, das muss man einmal umkreisen. Aber so mega Abfuck-Pokémon, ne? Nö, die muss man 15 Mal umkreisen, wenn es ein Stolos ist. Genau. Bester Mann, ey. Was ist das denn jetzt, ey? Aria, ja, zum Gefick jetzt ganz nach oben im Tempel. Genau, Aria, ich wusste das doch. So, hier. Mach mal hier deinen Tangela-Move. Und drüben. Was kriegt man hier jetzt? Kann man da reingehen? Ne, ich kann hier rüber gehen, aber ich kann auch runterspringen. Ich würde sagen, ich gehe hier noch rüber, weil wir Doppeltangela haben. Das ist eigentlich schon mal das Maximum, was man machen kann, glaube ich. Das, da habe ich alles richtig gemacht. Dann gucken wir einfach mal, was es hier gibt, ne? Vielleicht sind wir auch komplett richtig zu Anfang. Ich weiß es ja nicht. Ja, wir waren richtig. Chillig. Neue Textnachricht von Barbara, sehen wir mal nach. Entschuldige Zero und ich muss schleunigst nach Frostberg zurückkehren. Barbara nötigt meine Hilfe. Es gibt in Frostberg im Moment einfach nicht genug Ranger. Und du schaffst das hier auch alleine. Du bist ein richtig guter Ranger geworden. Du schaffst das schon. Tut mir leid, aber ich muss los, sehr vorsichtig. Alles klar. Auch hier. Skorgler. Hatten wir auch schon mal. Damals im Tempel, da wollte ich gerade sagen. In alten Ruinen war das, genau. Sehr chillig. Und nein, du greifst mich nicht an, Skorgler. Danke. Was ist da oben denn? Was ist das? Geiles Versteck, ey. Ein Stein drunter. Wie chillig ist das denn? So, der Boss hat mich heute wieder ganz schön zusammengetauscht. Er hat mich dabei erwischt, wie mir den Fangkorb in den Rücken gekratzt habe. Er fand das gar nicht komisch. Ich finde das echt komisch, ey. Die Pause war jetzt lang genug. Zurück an die Arbeit. Mara, das war eine 3-Sekunden-Pause. Was geht mit dir ab? Guck mal, wir haben alles gesehen. Chili Vanilli, like a boss. So, wir wollen jetzt natürlich rein. Und, ja, gehen wir mal rein hier, wa? Oh, sie können nicht rein, meine Freunde. Nein! Ja, wir müssen freilassen, sonst geht's nicht weiter. Ciao, Raichu. Klick. Und ist hier jemand drin? Nein, das wäre tatsächlich gewesen, wenn jetzt noch jemand rauskommen würde, aber... Nö. Chris ist auch schon drin? Wie ist der denn da vorbeigekommen? Du hast es geschafft. Gut, Spencer ist hier irgendwo. Befolgt den Plan. Lenk sie ab und bring sie dann vollkommen durcheinander. Geh den leuchtenden roten Sensor aus dem Weg. Er löst uns am Salam aus. Was ist mir hier los, ey? Überrascht den stillen Chris, so viel reden zu hören. Ich rede, wenn es sein muss. In Barbaras Nähe bringe ich jedoch kein Wort heraus. Ich gehe nach Frostberg zurück. Muss zusammen mit Barbara Pläne ausarbeiten. Wir zählen auf dich. Alles klar, Chris. Ja, der Chris, der kann auch reden, wenn er will. Chillig. Okay, hier ist sonst nichts. Wir können nur hier rein. Speichern erstmal. Ganz chillig erstmal. Das ist erstmal wichtig. Haben wir das schon mal gemacht. Gut. Speichern, 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 speichern. Gut. Das haben wir erledigt. Viel Spaß weiterhin. Sehr schön. Was gibt's denn hier Schönes? Platten. Wir dürfen nicht über Rot laufen, wie es aussieht. Rot bedeutet Tod. Und jetzt rüber. Sehr chillig. Ganz schönes Geduldspiel, glaube ich, hier. Und rüber. Oh, ne, das wird hier jetzt affig, glaube ich. Was
soll man das denn schaffen, ohne getroffen zu werden? So? Boah, bester Mann, ey, Zero, was ist das? Ja? Ja? Boah, ich bin gut, ey. Bin ich gut? Ich glaub schon. Nein! Nein! Was machst du denn hier? Ein Training, dulden bin ich. Wie, alles von vorne wieder, oder was? Nö! Na, ich vielleicht muss gegen ihn battlen. Das ist ja ärgerlich jetzt, ey. Da hab ich mich schon so durchgeskillt, like a Mofo, ne? Und dann raus hier, du Spasti. Geht gar nicht klar, ey. Okay, nehmen wir uns hier ein bisschen Zeit, glaube ich, bevor wir irgendwas falsch machen. Na, normal. Und jetzt hier, glaube ich, rüber, ne? Oh, Junge! Was soll denn das? Sagen die das jetzt immer wieder? Oh, das ist doch total affig, ey. Guck mal, ich kann so wieder reingehen dahinter, ne? Der ist sofort weg. Wo ist der denn eigentlich, ey? Haut doch sofort ab. Wo ist der dann? Merkwürdig. Okay. Ich muss jetzt hier, wenn der weg ist. Wenn der weg ist, dann laufe ich. So, fertig. Bester Plan auf Welt. Lalalala. So, der weg ist. Der weg ist. Ja, immer so voran, das ist eigentlich kein Ding. Sollte es wenigstens. Wow. Nicht. Ja, Junge, was soll man dann machen? Mann! Ah, das geht doch gar nicht klar gerade, ey. So, nochmal, komm, rüber. So langsam zieht sich das so ein bisschen, ne? Ja, ich weiß, es tut mir auch leid, Leute. Aber ich glaube, der letzte ist der schwerste irgendwie. Die muss man nochmal genauer studieren. So, hier. Nein, das war falsch. Ja. Mann, ey. Warum macht man so einen Scheiß in so ein Spiel rein, ey? Das ist doch total affig, ey. Oh, ich hasse solche Geduldsachen, ey. Schreibt mal in die Kommentare, hasst ihr sowas oder nicht? Ich hasse sowas komplett, ey. Ich kann mich an sowas gar nicht mehr erinnern. Ich habe das Spiel damals durchgespielt als Little Zero und damals ist mir da sowas nicht in den Kopf gegangen. Ich wusste, ich habe damals sowas total verplant wohl, wie es aussieht. Oder vergessen, kein Plan, wie man das, wie ich das sagen soll. Eins von beiden auf jeden Fall, also. Ja, oh, ich bin so dumm, ey. Ich bin so doof, ey. Ich sehe nur, alles geht aus rüber da, ey. Ich glaube, ich werde das gleich cutten, Leute, wenn das mir zu lange dauert. Aber ich mache noch einen Versuch und dann werde ich es cutten danach, weil es schockt nicht. Wirklich nicht. Es ist nicht so das Braune vom Ei. Oder das Weiße vom Ei. Oder das Gelbe vom Ei, wie man es auch immer sagt. Rüber! Doch. So, wenn der weg ist, dann kann ich rüber. Hier dasselbe Spiel. Ich gehe unten lang jetzt. Unten ist mir sicherer. Weil ich weiß, dass da unten so aufgeht, dass ich da rübergehen kann. Danke. So, wie muss ich das hier machen? Kein Plan, wie man das machen soll. Also, ich gehe auf den hier rauf. Auf den unteren jetzt. Bin drauf. Gehe ich auf den anderen rauf. Jetzt gehe ich auf den rauf. Nee, das kann man doch gar nicht. Wie soll man das machen? Ich gehe darauf. Hä? Keine Ahnung. Ich probiere es noch einmal, wie ich es vorhin gemacht habe. So, hierauf, hierauf. Ne, ich habe keine Ahnung, wie man das machen soll, Leute. Das ist fucking Bullshit, ey. Wir sehen uns gleich wieder nach einem kurzen Cut. So, Leute, ich glaube, ich habe einen Plan, wie ich das machen könnte. Ich gehe hier rauf. Ich gehe hier rauf. Ich gehe hier rauf. Ich gehe hier rauf. Ich gehe runter. Und dann gehe ich hier durch. Boah! Alter, endlich, ey. Das hat lange Überlegung gekostet. Aber wir haben es ja nicht geschafft, ey. Weh, es kommt noch sowas, ey. Nee. Junge, was soll denn der Scheiß? Das habe ich niemals als Kind damals geschafft, ey. Unmöglich, ey. Soll man sowas als Kind gemacht haben?
diesen kranken Scheiß hier. Ich mach den noch, dann beende ich den Part, aber. Ach du Kacke. Ich kann da, dann kann ich da, kann ich da, kann ich rüber. Ja, okay, ich glaube, ich hab's. Ich kann hier rauf, kann ich hier rauf, kann ich hier rauf, kann ich hier rauf, dann kann ich durch. So. Und hier. Man sieht ja immer nur die Hälfte, das ist doofe. Ich kann hier rauf, kann ich hier rauf. Dann bin ich sofort tot. Ich kann hier rauf, kann hier rauf, kann hier rauf, dann kann ich rüber. Ja, das wird gehen, glaube ich. Bin ich mir sicher, aber ich probiere es einfach. Wenn der hier frei ist, so. Jetzt auf den. Jetzt auf den. Jetzt auf den. Und jetzt durch. Boah, Leute, like a mofo, ey, Action, ey. Okay, Leute, ich würde aber erstmal sagen, wir speichern hier erstmal wieder ab. Und ich sag, haut rein und bis zum nächsten Part. Pokémon Ranger. Ciao.